Servus Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Shishamü. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's wieder um ein Produkt, ja. Und zwar um eine Shisha, die unter 50 Euro kostet und die auch wirklich was taugt. Und zwar handelt es sich hier um diese Tradi hier. Natürlich hat das Ganze hier auch so einen Teller, was gerade auf dem Boden war. Kommen wir mal zum Teller. So sieht der Teller aus. Ist einfach verzinkter Stahl wahrscheinlich, ja. Also ist kein Messing. Dann machen wir weiter mit der Rauchsäule. Hier bin ich mir wirklich unsicher, ob das wirklich Messing ist. Ich vermute mal, dass es auch verzinkt ist, stahlisch. Aber tut ja nicht zur Sache, weil das Ding sieht echt geil aus, wie ihr seht. Hier hat man noch eine Gummidichtung. Man kann das Ganze mit Silikonschlauch und Adapter rauchen. Oder einfach hier mit einem Tradischlauch, sowas hier. Da hat es hier ein Ausblasventil, was man nicht aufschrauben kann, also kann man nicht die Kugel entnehmen. Hier die Rauchsäule kann man auch nicht auseinanderschrauben, da hat man hier eine Dichtung noch mitgeliefert. Ein eingezogenes Edelstahlrohr, vermute ich jetzt mal. Ich hoffe, dass Edelstahl ist. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Unten wurde das Ganze verlütet, also wie bei einer echten Tradi auch. Also in meinen Augen ist eine echte Tradi, ja. Nur ist das Ganze halt, so wie ich vermute, kein Messing. Das Ganze ist schon CRT, habe ich gekauft beim Shishayo Store in Senden, oder besser gesagt von meiner Herzensdame geschenkt bekommen für 39,99, ja. Das hat 39,99 gekostet, inklusive dieser Bowl. Also ich finde, für 40 Euro kann man echt nichts verkehrt machen. Verarbeitungstechnisch, Oberfläche und so sieht eigentlich sehr gut aus, ist sehr schön. Das Ganze wurde aus zwei Teilen geformt, sieht man auch hier, und dann zusammengeschweißt. So, das seht ihr hier dann. Wurde zusammengeschweißt, wie bei einer türkischen Tradi, und danach wurde das Ganze einfach runtergefallen. Die Katze miaut voll, die will hier rein, aber die darf nicht, weil ich hier sonst alles voll piss wahrscheinlich. So. Teller setzen wir einfach nur so drauf und fertig. Das Ganze ist aufgebaut, also kein großes Heckmeck. Rauchen werden wir heute den neuen Somo Grape im Overtutley Setup, ja, wie ihr seht. Mit dem Tablet Smoke, den ich für 12 Euro bei Shishayo Store erworben habe. Das Ganze kommt danach hier drauf. Vollkontakt, gib ihm. Dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Ich hole die Kohle. Dann sehen wir, wie das Ganze raucht. Und zum Fazit, meine Freunde. So Leute, Pfeife ist an, ihr seht's. Im Overtutley Setup, ja. Also Kopf übergebaut, ein Loch in die Mitte gemacht. Tablet Smoke drauf. Drei ganze Tsukomo Kohlen drauf. Kommen wir mal zum Test der Pfeife, ja. Cloud Chamber System funktioniert ideal, also funktioniert wirklich sehr gut. Anzug ist sehr direkt, wie es bei einer Tradi sein soll. Durchmesser sind ähnlich wie bei einer Kalebo. Das Ganze raucht auch und sticht. Warum ich dieses Video mache, ist, es muss keine Pfeife sein für 300 Euro, wie ihr seht. Raucht auch eine Pfeife für 39 Euro. Die hat mich jetzt 39 gekostet beim Angebot bei Shishayo Store. Link in der Infobeschreibung, wie immer. Ihr müsst nicht unbedingt High Quality Pfeife haben. Ja. So eine Tradi reicht mir. Ich benutze sie daily. Die läuft mindestens einmal am Tag bei mir zu Hause. Ohne Beschwerde. Also für den Preis finde ich es echt geil. Wirklich geil. Immer was wichtig ist natürlich der Kopfbau. Das ist jetzt zum Beispiel mein Traube-Minze-Setup. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, aber schon ein älteres Video, wo qualitativ nicht so high-level ist wie jetzt, ja. Aber tut auch nichts zur Sache. Wichtig ist ja nur, wie das Ganze funktioniert. Funktioniert tut das Ganze sehr gut. Ein Tradischlauch hält sehr gut. Also jetzt ohne Dichtung habe ich ihn einfach reingesteckt und fertig. Keine Probleme. Durchzug schon eher wie ein Tradi, also schon ein bisschen, oder was ist ein bisschen? Guter Widerstand auf jeden Fall. Und bei einer Tradi ist ja wichtig, dass Anzug stimmt.
Und hier stimmt einfach das Gesamtpaket. Auch wenn es kein Vollmessing ist, ja, stört mich nicht, Digga. Ich rauche nur damit und deswegen... Who's care, Digga? Who's care? Das war ein kurzes Video zu einer Pfeife für unter 50 Euro, die auch wirklich was taugt. Die Pfeife kostet auch in anderen Shops 70 Euro, in anderen Shops 50 Euro, im Shishio 39 Euro und normal 50 Euro. Deswegen, wer Bock hat auf eine kleine Tradi als Daily Pfeife, wer keinen Bock hat, seine edlen Schmuckstücke immer zu putzen oder immer aufzubereiten, sage ich jetzt mal, ja, oder sie dreckig zu machen, kann gerne zu so einer Variante von einer Pfeife zugreifen. Ihr macht damit wirklich nichts falsch. 39,90, was ist das schon, Digga? Ganz ehrlich. Das sind zwei Packungen Tabak. Und dafür kaufen wir lieber eine Pfeife und nur eine Dose Tabak und fertig. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde. Könnt ihr mich unten abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Review, was ich gedreht habe. In diesem Sinne, macht's gut, haut's rein, euer Shisha Mü. Das war nur für das Thumbnail, Bro.